Servus Leute, ich bin's wieder, der Niklas, und wenn du wissen willst, woher der Fortnite-Hype kommt und was ihn so beliebt macht, dann bleib jetzt dran. Ich finde immer noch, Fortnite ist ein absolutes Drecksgame, was man eigentlich nicht spielen kann, aber ja, selten seine Meinung. Das Gute an Fortnite ist, die Entwickler kombinierten die bekanntesten und beliebtesten Spielklassiker der letzten Jahre. Zum Beispiel Minecraft, daher kommt das Bauen in Fortnite, und PUBG, und daher kommt der Battle Royale-Modus. Das Spiel bietet viele Möglichkeiten, wie den Kreativmodus oder das Battle Royale Spiel, wo man allein oder mit Freunden zocken kann. Der Wettbewerbscharakter und die Kreativität des Spiels können der Person freien Lauf lassen. Außerdem ist das Spiel laut, bunt und verrückt, und das weckt die Lebensfreude im Spieler. Durch Comic Design wird der Ernst des Spieles, der eigentlich im Töten von anderen Personen besteht, reduziert und der Spaß wird maximiert. Fortnite hat eine verdammt breite Zielgruppe. Es geht von Kindern bis zu Erwachsenen. Und die Runden sind schnell, also auch für die Person, die mal keine Zeit hat. Und da sie so schnell sind, wird die Frustration von anderen Leuten gemindert. Das Spiel ist für alle Plattformen wie zum Beispiel Handy, PC, Xbox, PS4 gemacht. Und es ist für alle Altersgruppen freigegeben und kostenlos. Das Gute ist, dass Epic Games oftmals auf die Wünsche der Spieler reagiert und so Bugs oder andere Sachen, die die Spieler nicht mögen, schnell gefixt werden. Außerdem wird Fortnite dadurch berühmt, dass viele YouTuber auf Twitch und YouTube Videos hochladen über Fortnite. Und die meisten Spieler machen so ihre Idole nach und wollen auch Fortnite spielen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Ja, und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch Fortnite gefällt. Adios, amigos.